Hallo, ich bin Finn von tariftipp.de und heute testen wir etwas ganz Besonderes, nämlich den Bluetooth-Lautsprecher von Bose, den Soundlink Mini 2. Was der kann, wie der funktioniert und vor allem natürlich, wie der klingt, das gucken wir uns heute in unserem Hands-on-Video an. Also viel Spaß! So, da ist er also, der Bose Soundlink Mini 2, beziehungsweise zunächst natürlich die Verpackung. Wir wollen mal ein klassisches Unboxing durchführen und schauen uns mal die Verpackung auch von hinten an. Dabei ist mir als allererstes aufgefallen, dass hier kein aptX oder CSR Logo aufgebracht ist, auch hier auf der Oberseite leider nicht. Das bedeutet also nichts anderes, als dass dieser Bluetooth-Lautsprecher leider Gottes aptX nicht unterstützt. Was das genau ist, was das bedeutet, darauf werde ich später noch mal ein bisschen näher eingehen. Jetzt sollen wir einfach mal schauen, was wir denn alles so in der Verpackung finden. Das ist Bose-typisch hier relativ edel gemacht. Hier gibt es so eine Abdeckpappe und die dient nicht nur zur Abdeckung, sondern da sind, ja, im Grunde genommen ist es so eine Art Anleitung. Da ist halt vermerkt, wie man das Gerät in Betrieb nimmt und welche Tasten welche Funktionen haben. Dann haben wir hier auf der Oberseite so eine Abdeckung, die das Gerät schützt. Da ist der Lautsprecher selbst untergebracht. Den nehme ich mal raus. Den werden wir uns gleich natürlich noch ein bisschen genauer ansehen. Ja, und dann ist hier unten noch so eine Schachtel in Blau, in der die restlichen Teile untergebracht sind des Lieferumfangs, als da wären hier die Ladeschale und ein USB-Kabel sowie natürlich der Stromadapter. Das ist ganz witzig gemacht. Hier muss man so einen kleinen Klickmechanismus vornehmen und dann hat man den Stromadapter-Anschluss auch ganz einfach via USB, wird hier eingesteckt. Hier gibt es dementsprechend einen Anschluss an der Ladeschale. Und dann sieht man schon, hier sind die Kontakte, die man hier auf dem Gerät auch findet. Und wenn man dieses Gerät hier draufstellt, das zeige ich gleich nochmal in Ruhe, dann wird der Soundlink Mini 2 geladen. Ja, das war's. Wir haben dann hier noch eine kleine Anleitung, aber Garantiehinweise sind das. Aber mehr ist nicht dabei. Jetzt habe ich die Ladeschale mal hier tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen. Jetzt wollen wir mal schauen, als erstes, wie das denn so aussieht, wenn man das Gerät laden möchte. Ich lege das jetzt hier rauf. Und dann hört ihr schon so einen kleinen Bestätigungston. Diese Lampe hier, das ist der LED-Indikator, der war zunächst bernsteinfarben oder gelb. Und es switcht jetzt auf grün um. Das heißt nichts anderes, als dass die Soundlink Mini 2, der Lautsprecher, gerade voll geladen ist. Wenn halt wenn das Gerät aufladen würde, dann wäre es halt in diesem gelblichen Farbton. Und wenn der Akku des Soundlink Mini 2 dem Ende zugeht, dann blinkt diese Leuchtdiode hier in Rot. Man kann den Bose Soundlink Mini 2 übrigens auch hier über einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss verbinden. Wenn man jetzt ein Gerät hat, was Bluetooth nicht kann, dann kann man trotzdem diesen Lautsprecher hier nutzen. Das wird wahrscheinlich 99% der Leute nicht machen, weil der eigentliche Gag und der eigentliche Vorteil an diesem Gerät ist natürlich gerade eben die Tatsache, dass man über Funk seine Musik hier abspielen kann. Hier gibt es noch, habt ihr eben schon gesehen, wahrscheinlich auch noch einen USB-Anschluss. Der dient dazu, wenn ihr das Soundlink Mini 2 nicht über diese eben gezeigte Ladeschale aufladen wollt, sondern über ganz normal über ein USB-Kabel. Das geht also auch. Wenn man den Bose Soundlink Mini 2 das erste Mal in Betrieb nimmt, dann ertönt eine Aufforderung, dass man die Sprache bitte auswählen möge. Das macht man hier mit diesen Tasten. Und das müssen wir jetzt hier nicht machen, weil ich halt die Sprache Deutsch bei diesem Gerät schon eingestellt habe. Ja, ansonsten ist der Aufbau des Soundlink Mini 2 eigentlich sehr, sehr einfach. Man sieht, hier ist der An- und Ausschalter. Batterie bei 100%. Habt ihr vielleicht gehört, wenn man das Gerät einschaltet, kommt sofort eine Rückmeldung, wie stark der Akku des Lautsprechers geladen ist. Dieser ist jetzt also vollgeladen.
Diese Tasten hier dienen, wenn man ein Bluetooth-Gerät gekoppelt hat, der Lautstärke. Lauter und leiser kann man hier halt einstellen. Und das hier ist die Bluetooth-Taste, die dient dazu, Geräte zu koppeln. Im Moment blinkt hier ein blaues Bluetooth-Zeichen. Das heißt nichts anderes, als dass im Moment kein Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Das liegt daran, dass ich das Gerät, was hier eigentlich eingestellt war, nämlich mein Handy, im Moment im Offline-Modus sich befindet. Ich schalte jetzt Bluetooth einfach mal an und dann könnt ihr sehen. Mobilgerät nicht gefunden. Bereit zum Koppeln. Normalerweise könnt ihr dann sehen, was passiert hier. Erkennt dieses Handy jetzt den Bose Mini 2 Soundlink? So wird er hier angezeigt. Und wenn ich da drauf tippe, verbinden sich die beiden. Na, das war natürlich gleich der falsche Knopf. Nochmal das Ganze. Ein zurück. Bose Mini. Verbunden mit Samsung Galaxy S7 Edge. So, und das habt ihr vielleicht gehört. Jetzt hat der Lautsprecher quasi die Rückmeldung gegeben, dass er jetzt eine Kopplung hat. Und das Bluetooth-Symbol hier blinkt jetzt auch nicht mehr, sondern ist halt durchgängig, so ein bisschen hellblau soll das wahrscheinlich sein, leuchtend. Das heißt, was auch immer jetzt für Audiosignale aus dem Bluetooth-Sendegerät, in diesem Fall von meinem Handy kommen, werden diese jetzt nicht mehr über den Lautsprecher des Handys wiedergegeben, sondern eben über den Bluetooth-Lautsprecher. Nochmal ein Hinweis zu dem Thema Bluetooth-Kopplung. Jetzt ist ja ein Gerät hier gekoppelt, nämlich mein Handy. Man kann darüber hinaus natürlich auch mehrere Handys oder mehrere Bluetooth-Geräte hier mit dem Soundlink Mini 2 koppeln. Das geht so, ich drücke hier einfach länger drauf. Bereit zum Koppeln mit einem weiteren Gerät. Habt ihr gehört? Bereit zum Koppeln mit einem weiteren Gerät. Ich habe jetzt hier kein weiteres Gerät, aber wenn ich jetzt ein zweites Smartphone hätte, könnte sich auch dieses zweite Smartphone hier problemlos mit dem Soundlink Mini 2 in Verbindung setzen. Ja, wenn dann soweit alles eingerichtet ist, könnt ihr halt die Musik über den Bluetooth-Lautsprecher abspielen. Ich mache das jetzt hier mal. Und man hat jetzt zweimal die Möglichkeit, die Lautstärke zu verändern. Natürlich einmal ganz klassisch über sein Handy. Ist ja klar, das Ausgangssignal kann ich halt, wenn ich will, auf 0 stellen und dann kommt natürlich auch nichts raus. Ich gehe jetzt hier mal auf volle Pulle. Und dann habe ich darüber hinaus an dem Gerät selbst ja auch noch die Lautsprechereinstellung, die Lautstärkeeinstellung. Die kann ich jetzt hier also auch nochmal reduzieren oder eben auf volle Lautstärke stellen. So, jetzt ist natürlich die größte Frage, die sich potenzielle Käufer oder Interessenten bei diesem Gerät stellen. Wie klingt denn diese kleine Box? Ich habe noch gar nicht gesagt, was die wiegt. Die wiegt 570 Gramm. Das ist jetzt ein Wert, den kann man schlecht einschätzen. Wenn man das Gerät so in der Hand hält, dann ist es doch schon relativ erstaunlich, wie schwer das ist. Also ist schon nicht gerade leicht, aber immer noch leicht genug, um es überall mit hinzunehmen. Dieses Gewicht ist aber notwendig, um gerade die Wiedergabe von tieferen Tönen, also von Basstönen, gut hinzubekommen. Und das hat Bose wirklich toll hinbekommen. Und wie das klingt, das werde ich euch jetzt gleich mal versuchen zu zeigen. Jetzt könnt ihr natürlich nur dann hören, wenn ihr wiederum eine einigermaßen gute Lautsprecherlage zur Verfügung habt jetzt an eurem PC oder wenn ihr das über einen guten Kopfhörer euch anhört. Wir werden jetzt gleich mal ein etwas hochwertigeres Mikro hier vor das Gerät halten und dann ein Testaudio abspielen. Ja, ich hoffe, ihr konntet eben bei diesem kleinen Soundcheck raushören, wie gut diese Bose Soundlink Mini 2 Box tatsächlich klingt. Ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Bluetooth-Boxen anhören dürfen und ich bin von diesem Gerät hier tatsächlich begeistert. Nicht nur, weil der Sound im Vergleich zu der Größe so überraschend ist, sondern weil auch absolut gesehen diese Box einfach unheimlich gut klingt und das, obwohl, wie ich ja anfangs des Videos schon sagte,
das neue aptX-Bluetooth-Protokoll leider nicht unterstützt wird. Stattdessen läuft diese Box hier noch über das ältere SBC-Protokoll. Was nun genau der Unterschied zwischen aptX und SBC ist, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Vielleicht googelt ihr einfach mal danach. Aber wie gesagt, bei dieser Box, obwohl aptX nicht unterstützt wird, keine Gefahr. Sie klingt trotzdem einfach total gut. Ja, was vielleicht noch zu sagen ist zum Thema Klang, ist, dass diese Box natürlich vor allem dann gut klingt, wenn sie auf Holzgegenständen steht, wie hier diesen Tisch zum Beispiel. Das hängt damit zusammen, dass die Bassfrequenzen dann quasi noch verstärkt werden. Aber auch so, wenn ihr das Gerät mitnehmt unterwegs beim Picknick, was weiß ich, in den Picknickkorb auf den Rasen stellt oder auch im Auto zum Beispiel auf die Ablage stellt. Es klingt einfach wirklich richtig gut. Es ist laut und der Akku hält auch relativ lange. Wir haben hier ungefähr 10 Stunden Nutzungsdauer ermittelt. Das finde ich auch doch aller Ehren wert. Und ja, also insgesamt wirklich ein tolles Gerät. Was kostet die Box? Wir haben sie vor gar nicht so allzu langer Zeit für 149 Euro beim Mediamarkt gekauft. Überraschenderweise war da im Mediamarkt tatsächlich mal günstiger. Bei Amazon kostet diese Box im Moment, ich glaube, so 180 Euro ungefähr. Das ist natürlich relativ viel Geld für einen Bluetooth-Lautsprecher, das ist mir schon klar. Aber wenn jemand tatsächlich sein Handy oder die Musik auf seinem Handy über so eine drahtlose Lautsprecherlösung genießen möchte, dann geht meiner Meinung nach im Moment überhaupt gar kein Weg an dieser Box vorbei. Vergleichbare Boxen gibt es natürlich, von JBL zum Beispiel gibt es da die eine oder andere gute Box und ich glaube auch eine von Logitech, die auch noch einigermaßen brauchbar ist. Aber ich habe bisher wirklich vom Klang her keine bessere Box gesehen und diese Box ist bei Amazon im Moment auch, was Bluetooth-Lautsprecher angeht, auf Platz 1 in den Verkaufscharts, also die meistverkaufte Bluetooth-Box, was mich persönlich überhaupt nicht überrascht. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen von dieser Bose Soundlink Mini 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder unseren Kanal abonniert. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr demnächst wieder euch auf dem Videokanal von tariftipp.de einfindet. Bis dahin, viel Spaß und alles Gute. Tschüss.